So, da sind wir wieder. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der auch reagiert. Mal gucken. Aha. If the measurements are correct, the prototype should provide you with maximum protection from emission. Ja, das hoffe ich. Ja, da bin ich aber froh. Stalker, now you will be able to break through to laboratory, but unless you turn off the emitter, you won't last long even with the side protection on. We've estimated an approximate location of the emitter. It is located in an underground facility. I have marked the spot on your map. Okay, und wie komme ich rein? Vasiliev was working on the lab issue. About a week ago, he and a stalker called Ghost tried to get inside. A couple of hours later, we felt a major tremor, and after another hour, we picked up a signal from Vasiliev, coming from the swamp, but it died away. And Vasiliev died away with it, it would seem. Try to find his corpse. He had the exact information on the lab and the way to get into it. There may even be info on deactivating that source of the emission. I've uploaded you all the data we have. Aha, also Vasiliev finden. Er war wohl zusammen mit Ghost im Labor und aber scheint rausgekommen zu sein, aber wohl krepiert. Okay, toll. Ich brauche irgendwelche Dokumente. Hat die Vasiliev noch? Ja, vielleicht. Ja, okay, auf jeden Fall muss ich seinen Körper finden. Und wenn der Anzug soweit noch intakt ist, dann kriege ich ja vielleicht noch irgendwas raus. In seinem PDA, wie auch immer. Okay, Ghost müsste da auch irgendwo sein. Und er weiß wohl mehr über X16, als er gesagt hat. Und wenn er irgendwie überlebt hat, ja gut, aber das geht wohl erstmal nicht gut. Okay, ich versuch's. Calibrated Psi-Hand. Gut. Hello? Scheiße, nee, warte. Hello? Need a job, gibt im Moment keinen. Trade, warte mal, hast du jetzt dieses blöde Ding? Du hast ein Bioradar, das habe ich schon. Ich brauche das Teil, was mich schützt vor... ja, ihr leidet einmal die Idee, das ist Quatsch. Ich brauche das, was mich schützt vor den Emissionen. Großer Tander. Ja, die habe ich hier schon, aber ich glaube, die brauche ich sogar sowieso nochmal. Boah, die ist ganz schön teuer, Arschloch. Naja. Okay, M4, FNFC Para, das ist ein Nachbau wohl von dem M4, M16. Ja gut, schön für dich, aber bringt mir jetzt alles nicht so viel. Ich brauche definitiv das, naja, egal. So, was kann ich für dich? Kann ich für dich was tun? Nee, kann ich nicht. Erst wenn ich in X16 war. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Was wir jetzt machen ist, erstmal eine Info geben über das Briefcase, also den Dokumentenkoffer für den Nasenbären. Habe ich das Bioradar dran? Habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich ein bisschen doof bin. Habe ich es überhaupt gekauft? Habe ich. Was war das? Da ist irgendwas hochgegangen. Und ich sehe immer noch die Dinger auf dem PDA. Cool. Also das ist diesmal anscheinend besser. Bin ja gespannt. Ja. Hier sind irgendwo Minen. Ich weiß schon. Da war was Gelbes. Ein Hund? Ein normaler Hund. Naja, langweilig. Wo auch immer der herkommt. Wir gehen zurück. Gut. Schauen wir mal. Tee scheint hier irgendwie fertig zu sein. Sieht so aus, als ob der lang genug gezogen hat. So, schau mal. Aber da ist noch ein Schluck Kaffee drin. Kalter Kaffee macht schön, haben sie gesagt, ne? Oh, und schmeckt scheiße. Geil. Okay.
Banditen, sind die jetzt schon da oder noch nicht? Habe ich eigentlich mein Military-Ding gekauft? Eliminate the Mercenaries habe ich doch schon gemacht. Sind anscheinend zu klein, um dargestellt zu werden. Sind nur Ratten. Also da legal. Oh, Bioradar wieder am Start. Alles Mögliche wieder am Start. Nett. Diesen Elite, wie gesagt, den haben wir von den ganzen Mercenaries gekriegt. Auch nicht schlecht. Ja, warum nicht, ne? Das ignorier mal einfach jetzt den Tunnel. Das ist mir scheißegal. Ja. Ja, lauf doch zu. Keiner da, okay. Was Grünes, das wird eine Sau sein, nehme ich an. Ey! Was soll das? Ich höre sie doch! Ach, da oben! Wieso sind die da oben? So ein Unsinn. Da werden mir noch lauter Tote angezeigt. Da feuert's. Warum feuert's da? Hast du jetzt auf irgendwas geschossen? Und warum? Hey, wie geht's dir so? Okay, tschüss. Ja, das sind ja aufschlussreiche Konversationen. Oh Gott. Ja, der hat nix. Ach, aber jetzt kann ich kann sie noch looten, weil sie noch da liegen. Und krieg das Geld noch von denen. Ist das nicht geil? Das gefällt mir doch spontan. Ha! Sehr schön. So. Liegen hier die anderen zwei noch? Nee, ne? Was hat der hier erwischt? Ach, wieso war der Pseudohund mein Freund? Willst du mich verarschen? Alter, was ist das denn? Ein Freunde-Pseudohund. Warum nicht? Okay. Haben wir die doch noch gelootet? Finde ich gut. Wo? Oh, da oben ist ja auch noch was Schönes, aber da kommen wir wieder so scheiße ran, ne? Bis gar nicht. Ja. Nur nicht Hudle. Ja. Okay, jetzt hätte er mir noch nicht mehr angezeigt. Oh, da wären noch welche, da hätte ich zwei drin gewesen, genau. Die können wir nochmal schnell anschauen, weil wie gesagt, die haben ja... Oh, da ist ein roter Punkt. Oder war das nur ein lilaner? Ja, scheint so. Okay, also ich habe ein bisschen Geld gekriegt, aber der hatte kaum was. Der hatte schon ein bisschen mehr. Okay, bringt natürlich nichts, aber egal. So. Gut, die Mercs haben wir doch schon ausgeschaltet, das verstehe ich jetzt nicht. Ja gut, ich habe es noch nicht berichtet, vielleicht deswegen, dass noch irgendwie noch angezeigt wird, weil im Prinzip sind die ja weg. Es stand ja schon da, Speak with Saha. Die hatten kein Geld? Warum nicht? Echt nicht? Hä? Und das ist für ein Quatsch. Oder habe ich die vorhin schon gelootet gehabt, wo ich... Hä? Okay. Ich nix verstehe, nicht aus dem Gelände. Na gut, dann gehen wir. So.
Zahar, der Jäger und Freeman und natürlich Petrenko. Der will ja seine Anzüge haben. Exoskeleton, Return the Case to Freeman, genau. Lass kurz einmal die Engine abspacken. Aber wie gesagt, das ist ja nicht Technobeacons Schuld. Also, weil mir da jemand einen Kommentar dazu geschrieben hat. Von wegen, ja, ich habe nie gesagt, dass es Technobeacon ist. Es ist die Engine. Ich habe nie gesagt, dass der Mod schlecht ist. Die Engine ist Schrott. Technobeacon kann doch nichts dazu. Der hat einen geilen Mod gemacht. Hey, the pass is free of mercs. Yeah, you should organize an advanced post. Yeah. Case shot. Okay. I need a job, sonst hast du nichts. Okay, see you. Eliminate the Mercenary Camp, jawohl, haben wir gemacht. Na. Ja, ja. Blubber nicht so weit viel rum. Freeman. Hier, der hat dich verarscht. Hier, wo ist eine Mercenary? Okay, Chris, super Video krieg ich dafür. Auch in Ordnung. Können wir gleich wegstecken. So. Heckler und Koch kann da rein. Die hatte nämlich, glaube ich, noch nicht. Hey, boah, dann die ist hingesteckt. Ach, da. Okay, passt. Ich glaube, auch diese komische QPZ habe ich noch nicht. Jetzt schon. Ja. Die wollte ich mitnehmen. Ja, die Gulag nehmen wir mit. Das super Barrett-Gewehr brauche ich eigentlich noch nicht unbedingt. Nö. Das tun wir mal rein. Geiles Teil, M82. Die Panzerbüchse nehmen wir mal mit zur Sicherheit. Ein SVU nehmen wir auch mal mit. Den Rest können wir alles verklopfen. Hier haben wir auch wieder eine normale Maschinenpistole. Die Dinger verklopfen wir. Die Exoskelette kommen an Petrenko. Die Thunder heben wir erstmal auf. Die werde ich später brauchen. Ich glaube mehr als einmal. Ich bilde mir ein, dass es eine Thunder war. Ja, noch eine. Hä? Ach, die ist umgebaut. Oh, die ist total kaputt. Was ist das für eine Scheiße? Die ist total im Arsch. Hä? Wieso habe ich das nicht gleich gesehen, dass die so im Arsch ist, dass ich sie wegschmeißen können? Ich glaube, die kann ich nicht mal reparieren. Gucken wir mal. Ach, wie wäre es, wenn ich sie auch erstmal ausrüste, damit ich sie überhaupt reparieren kann? Wenn überhaupt, wie gesagt. Ja, total kaputt. Geht nicht mehr. Toll. Super. Haha. Hä? Aber wieso ist die so kaputt? Scheiße, ich habe mich noch gefreut. Wo ist die so kaputt gegangen? Das verstehe ich nicht. Also die ist gut, aber die nützt mir nichts, weil die ist umgebaut. Und die wollen eine Originale haben. Ja, scheiße. Tolle Wurst. Die Heckler und Koch MP5, die kommt weg, bitte. Ja, Hacking-Modul habe ich alles. Wo ist mein Zombie-Schutz? Das verstehe ich nicht, wo ich das Ding hin habe. Ach, die ganzen Statskins können wir noch abliefern. Mal gucken, was wir für Artefakte kriegen. Ach, halt doch mal die Schnauze, ey. Ist ja nicht zu fassen. So, jetzt gehen wir erstmal zur Petrenko.
Wir müssen aber hier lang, wir kennen es ja noch nicht anders. Ja, hier ist die, hier ist die, hier ist die, hier ist die. Alles gut bei dir oder was? Ich habe manchmal Zweifel, ganz ehrlich. Hey Petrenko, du Knallkopf. You are absolutely welcome. Hier, bitteschön, beide kriegst du. Exchange the Artifact, ich krieg dafür eine Artifact Modification Rezept. Schön. I'm here for the job, ja, ist okay. I need a job, nein, okay, dann eben nicht. Arschloch. Okay. Ich glaube, die SIG-Kommando habe ich auch schon unten drin, ne? Bilde ich mir ein. So, die heben wir auf, haben wir gesagt. Die können alle weg. Ach, so ein Schrott, die ist ja so im Arsch, die bringt ja gar nichts. Bringt zwar trotzdem noch 1000 Rubel, aber die kann ich vergessen. Naja, dann nimm hin, was soll ich machen damit? Scheiße. Oh, ich kann dir sogar die Gitarre verkaufen, schön. Die ist dir sogar was wert. Finde ich ja cool. Die Stagekins kriegst du nicht, die möchte ich gerne an jemanden. Was ist denn das? Ach, die Browning High Power, da wollte ich gucken, ob er die nimmt, der Knaller. Ja. Ja. Wie gesagt, Duty ist auch nicht optimal, aber die Freiheit hat ja vollen Batsche. Also, das nützt ja alles nichts. Das ist eine Bison Cobra, die ist umgebaut auf ja, Parabellum, auf Westmunition, genau. Da haben wir die RPK. Naja. Auch halt doch mal die Schnauze, bitte! Ist ja nicht zu fassen, Mann. Tschüss. Nee, ich kann nicht over here then. Ich gehe jetzt erstmal zurück in Agroprom, in Garbage. Halt die Fresse, du Ratte. Da kommt einer. So. Hier müssen wir echt nochmal nachts rein, wegen Bürgerhänden. Die finden wir hier auf jeden Fall. Kein Problem. Wir könnten auch nochmal in Agroprom wegen Blutsaugern. Weil da finden wir auch jedes Mal einen. Auch ganz witzig. Ach, ihr haltet doch die Schnauze, Mann. Ihr nervigen Rattis, ey. Diesmal hat er sogar nachgeladen bis da hinten. Manchmal hat er echt Probleme. Da würde ich jetzt hier voll durchs Weiße laufen. Aber im Moment geht's. Gar nicht so schlecht. Gut nachgeladen. Okay, bin begeistert. Na gut, ab in die Müllhalde. Der Tee ist die letzte Erinnerung an Winter, hoffe ich zumindest. Dass es mal vorbei ist jetzt langsam, obwohl es gerade wieder echt kalt ist. Es ist zwar nicht winterlich kalt, aber es ist irgendwie so nasskalt, sehr ungemütlich. Nicht schön. So, ab zum Raven. Schauen wir, was er mir erzählt, der Knaller. So. Ja. Alles wird gut. Ach, warte mal. Irgendwo hatte ich noch ein Versteck. Ah, war sogar im Garbage. Kann ich mal gucken. Das ist hinterm Raven. Auf dem Weg zum Agroprom. Da hier. Trainspotting. Old Backpack in Railway Tunnel. Aha. Ja, können wir mal hingucken. Warum nicht? Gucken, was drin ist. Wahrscheinlich wieder nur 5 Brote oder so. Ne? Das kennen wir ja, die Scherze. Ah, jetzt sehe ich auch super die Strahlung schon auf weite Entfernung. Dank meinem schönen Light-Anomalie-Detektor und so Scherzen. Ah, schon cool. Doch, macht Spaß. Fetzt. Oh! Mitten durch die Dinger laufen, durch die Twister. Ja, macht ja nichts. Solange wir durchlaufen und nicht reinlaufen, ist alles okay. So, ja, da gucken wir mal in den Old Backpack. Ach, das ist gar nicht ganz hinten. Das ist nämlich hier irgendwo. Das ist hinter der Bahn schon, genau. Da ist es. Ach ja, gar nicht so schlecht. Plastik. Mercenary Suit nochmal, warum denn nicht? Nicht anziehen, du Spinner. Sieh den Scheiß aus, Mann. Na gut, gar nicht so verkehrt.
Ja, ich strahl's ein bisschen, aber ha, ist nicht ernst zu nehmen, Mann. Gut, auf geht's, Raven, wir haben ein bisschen was zu handeln. Vielleicht magst du ja die Browning High Power auch haben, weiß ich ja nicht. Vielleicht findest du die witzig. Schauen wir uns mal schnell an, wa? Der Vampire ist immer noch hier. Ich hätte doch den Auftrag annehmen können, naja. Hier! Take business. Let's talk business. Nee, nimm dann nicht. Also der AK-74 bestimmt nicht. Hier, aber die Stage King kannst du haben. Urchin Grito. Das ist schön. Da können wir den Urchin Auftrag auch machen. Hier ist der Stage King. Slime. Okay. Hier ist der Stage King. Slime. Hier ist der Stage King. Crystalzorn, danke. Hier ist der Stage King. Fireball. Ja. Hier ist der Stage King. Moonlight. Hier ist der Stage King. Slug. Hier ist der Stage King. Droplet. Hier ist der Stage King. Mika. Das war's. Nothing yet. Aber ich könnte mit dir ein bisschen handeln. Ach so, ist aber nicht sinnlos. Ja gut, ich könnte dir den Mercenary Seed verkaufen, ne? Ich kann die Stage King zurückkaufen. Das ist viel zu geil. Eigentlich ist das viel zu blöd. Aber manchmal finde ich das witzig, muss ich sehr ehrlich sagen. Was habe ich denn so gekriegt? Ja, die ganzen Embryos muss ich ja mal wegtun. Was habe ich denn alles? Anomalous Flash, also ein Flash, ein Schwein. Poltergeist. Oh, sogar ein Poltergeist kann ich herstellen. Feral Cat. Und Blind Dog. Naja, ein Blind Dog ist ja fürchterlich sinnvoll. Naja. Und eine Snow Capsule ist ja auch sehr schön. Was ich immer noch nicht habe, ist wie gesagt dieses Zombie-Schutz. Das ist, sieht auch so ähnlich aus wie das Hacking-Module. Muss aber normalerweise bei den Wissenschaftlern zu kaufen geben. Na gut, was haben wir hier? Nimm mal einen Slug. Eine Schnecke. Das ist bei dir überhaupt nichts wert, du Arschloch. Ja, du bist nicht mein Freund. Das bringt ja überhaupt nichts. Na, die Flash können wir eigentlich verkaufen. Die sind ja nichts wert, die scheiß Dinger. Genauso wie die Stoneflower. Können wir ein paar wegtun. Die strahlen sowieso bloß mein Inventar voll. Hier immer so Sparkler. Naja, die sind auch nichts wert. Aber komm, nimm mal hin. Und weißt du was? Gib mir die Stagekind dafür wieder. Fände ich gerade witzig irgendwie. Was hast du noch so? Ich hätte hier noch Steinblut. Kannst du zweimal haben. Den ganzen Rest behalte ich mal. Asoxcope habe ich zweimal. Warum denn das? Ach ja, ich habe ja noch den Universal Anomalie Detektor, den kannst du auch machen. Gib mir dafür die ganzen Stagecans wieder. So. 28.000, ich kann mir sogar noch die letzte wiederholen. Und mach noch Gewinn. Dankeschön, ciao. So, jetzt hat er wahrscheinlich die falschen weg, oder? Nee, ich habe sogar noch welche drin. Okay, alles gut. Ich baue Strahlung ab. Coole Sache. Feuerball und Droplet habe ich auch dran, jawohl. Slime, wir brauchen Slime. Ach so, das war ja Blutung. Aber das habe ich hier mit Slug besser. Mika ist das noch bessere? Ist das noch bessere, ja. Macht das mehr als ein Slug? Ja, ein bisschen mehr Entzündung, aber ist ja nicht egal. Nehmen wir das Mika rein. Dankeschön. So. Und hier haben wir einen Titan-Color-Bock. Ne? Strahlt ein bisschen, aber Penetration, Laceration, Incineration, gar nicht mal schlecht. Gibt das her. So. Okay. Was ist das? Wolfhound, ja. Okay, Kamerad, weißt du was? Wir können noch ein bisschen Business talken, ne? Hier, Stagekin. Hier ist der 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 Stagekin. Nochmal eine Mika gekriegt. Hier ist der Stagekin. Hier ist der Stagekin. Nochmal eine Mika. Okay. So, Kamerad. Ich glaube, wir machen den Scherz gleich nochmal. Ich habe nämlich jede Menge eigentlich von diesen Crystalzorn, die kannst du auch haben. Und dann habe ich doch jetzt mehr Mika gekriegt, ne? Genau, dann kann ich nämlich die Mika dir auch geben und so ein Slug kann ich dir geben und Slime kann ich dir geben. Bringt ja alles nicht so viel. Gut, und dann gibst du mir nochmal ein paar Stagekins zurück. Ist das blöd. Ist das behindert. Ja, dabei lassen wir es aber diesmal. So, ein bisschen Gewinn gemacht. Hier ist das Stagekin, Mika. Hier ist das Stagekin, so und hier ist das Stagekin, Mika. Okay, ja, können wir sogar nochmal, weil ich habe ja schon wieder jede Menge Mika. Du kannst die Mika kriegen. Gibst mir dafür zwei Stagekin. Ja, 60, schon wieder Gewinn gemacht. Ach, ist das bescheuert. Hier ist das Stagekin. Ah, nein!
Nein! Ja, dann spawn ich sie mir die kaputte Scheiße. Warte mal. Ich hab ein Save. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, alles neu zu machen, weißt du das? Ja gut, dann spawn ich sie mir, was soll's. So eine Scheiße. Christelsorn. Nee, habe ich nichts, okay. Hast du jetzt irgendwas? Ach, so eine Scheiße. Ich wollte die Statskin verkaufen und nicht die Scheiße. Ah, das ist sowas Blödes. Ja, die ganzen Kölnflaschen, die brauche ich nicht. Ich glaube, die kann ich sogar saufen. Das ist Wasser. Wird verbraucht dann komplett. Die Mika behalte ich mal. Scheiße! Idiot! Christelsorn. Ja, gut, gib mir aber keine von den Stage Games, bitteschön, macht was draus. So was Blödes. So, habe ich jetzt trotzdem das Zeug noch drin? Habe ich die Mika habe ich natürlich raus. Er hat genau die Mika genommen für ihn, die ich drin hatte. So ein Blödsinn auf. So. Ja, fantastisch. Waffen. Ja, das sind die ganzen Cold Steel, das sind die ganzen lustigen Waffen, die es so gibt. Spoker, Applegate, Firebrand wäre was, Blade zu Jaff, das wäre was, das wäre, die wären alle besser als meine bis jetzigen Knives. Na, weil das normale Messer ist ja für den Arsch. Wacky Chassis Sword kann man sogar auch mal. The Finger? Kenne ich auch nicht. Na gut, die Handguns, warte mal. Shotguns, nein. Submachine Guns, nein. Machine Guns. Assault Rifle. So, wo ist die Strelok? Hä? Ist die da nicht drin? Anti-Tank? Was ist denn KSVK? Kenne ich überhaupt nicht. Muss mal gucken dann. Launcher Grenade, Terrorism Mode, Explosives? Nein. TB3? Nee. New Old Weapons? Hä? New Meshes? AKS Strelok. Jetzt ist die Frage, ist das schon die richtige oder ist das die kaputte? Ich möchte erstmal die kaputte. Strelok Weapon. Ist das dann schon meine? Oder ist es das meine? Welche ist jetzt die richtige? Ich kann es nicht, kann es jetzt so nicht rausfinden. Warte mal. Wir nennen es einfach Shit, weil wir haben da absoluten Scheiß gebaut. So. Und jetzt holen wir sie uns. Nicht Artifact Weapon. War relativ weit unten. New Old Weapons, New Test Weapon. Ne, wir probieren mal, ob es die ist. Das ist die kaputte. Das ist die gute. Okay, haben wir es schon geklärt, das Thema. Load Save. So, wenn das andere auch nicht geht, wenn das auch die reparierte ist, ja, dann habe ich Pech gehabt. Habe ich halt ein bisschen Geld gespart. Und ich habe nicht mal was Tolles gekriegt für die, ne? Das ist das Schlimmste daran. Ich habe ja nicht mal was Tolles gekriegt dafür. Strelok Weapon, da ist sie. Gibt es noch irgendwas? Gibt es vielleicht irgendwo eine kaputte? Nee. Die Ammo, die verstehe ich auch nicht so ganz, welche das sein sollte. Na egal. Ammo Sniper, Treasure Hunt Items. Sehe ich sie hier vielleicht? Mini Nuke, ist ja süß. Quantum Grenade, was ist das für Zeug? OICW, oh ja, die ist auch geil. Aber die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Silencer Scope, Grenade Launchers, ne, ich sehe sie hier nirgendwo. End Weapons, okay. Ja, dann probieren wir jetzt die Strelok und wenn es die auch die repariert ist, dann habe ich Pech gehabt. Das ist auch die reparierte. Toll! Ja, toll. Habe ich gut gemacht. Nicht. So, hier draußen müsste irgendwo Vampire rumgammeln. Ja, ist er.
Aber egal. Scheiße. Idiot, Mann. Na gut. Wenn man Blödsinn macht, dann geht's jetzt zurück. 11 Uhr, ja, wir gehen gleich durch bis ins Labor. Wir brauchen jetzt auch keine Angst vor Zombies oder vor sonst was haben oder vor einer Chimäre oder was da noch rumgammelt. Ist ja scheißegal. Mir tut ja eh nichts was. Erstmal geht's ja gar nicht ins Labor, erstmal müssen wir zu Vasili. Zum Heli. Kriegen wir auch hin. So, vielleicht hat er der bei erneutem Level betreten, vielleicht hat er sogar noch den Auftrag, weil es gibt da einen Auftrag, ein Nest von Snorks auszuräuchern eigentlich. Für die Wissenschaftler. Wobei es eh egal ist, er ist eh schon mein Freund. Ist alles prima. Also das ist schon ganz cool. Ja, scheiße, Mann. Naja, was soll's. Ich meine, ich habe ja eh genug Geld. Komm, was soll's. Es ist egal. Bisschen ärgerlich ist es, aber... Und besonders viel wert ist er nicht. Ich soll ihm 30.000 geben und die ist nur 12.000 wert? Das ist so ganz schön eine Scheiße. Oder waren es 123.000? Was ist los? Feuerrad ist ja echt witzig, ne? Einmal drüber ziehen, du erwischst schon was. Ist schon ein cooles Teil. Aber ich mag meine Autoschotze. Muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Also dieses Absehen ist ja absoluter Schrott, das Red Dot hier. Er ist halt echt nur was für Nahkampf. Ah, mir fällt gerade ein, wo ich es so gut verwenden könnte dann. Im AKW. Da könnte es ja ganz gut gehen. Beziehungsweise... War das das AKW oder das Secret Lab? Das war doch dann schon das Secret Lab. Oder war das noch was anderes? Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Wo es so abging. Ich hab's vergessen. Gehen wir erstmal zurück. Irgendwie hält der die Waffe gerade komisch. Das sieht aus, wie wenn der da vorne nochmal einen Abzug betätigt, ne? Weil da ist doch mein Zeigefinger, was man hier unten so sieht. In der Bildmitte, also irgendwas passt da nicht. Oh, grün, eine Sau. Wo ist sie? Ey, Säule. Komm mal her. Hä? Willst du mich trollen? Jetzt habe ich sie erwischt. Aber wo ist sie hingeflogen? Das ist so ein Unsinn. Wo ist denn die hingeflogen? Macht ja gar keinen Sinn. Geheimes Labor. Es gab noch ein anderes Labor. Oh, oh, oh. Ja, die Bar. Ich glaube schon, aber... Ah ja, egal. Okay, das haben wir alles. Der hätte gerne einen Fire Dummy. Da brauche ich erstmal ein normales Dummy, was ich verändern kann. Wer ist das hier? Was? Wer? Ein Hunter, ne? Kriegscode Trigger, ah ja. Warum auch nicht? Ab wann hat er denn Kostja eigentlich den nächsten Auftrag? Da bin ich, wenn ich ins Radar gehe schon, ne? Oder wenn ich das erste Mal da war. Irgendwas war das. Na gut. Ich habe die Transition, ich gehe aber erstmal in X16. Also ich meine, die Transition, die ich habe jetzt, ist fürs Armeelagerhäuser, ne? Wir gehen aber erstmal X16. Danach. Gehen wir zu den Lagerhäusern. Wird schon schief gehen. Wenn es dieser wieder schief geht, schrei ich Scheiße. Ja, wie gesagt, diesen Auftrag, da muss man ein bisschen aufpassen. Der ist komisch, ein bisschen. Wir nehmen mal die Autoschotze. Achso, übrigens können wir mal die Gulag ausrüsten. Ne? Kann man das eigentlich ranmounten? Nee, kann man nicht. Aha, das geht nämlich gar nicht. Leupold Optiker-Side geht auch nicht. Welches ging denn da ran?
Hä? Welches ging denn da verdammte Scheiße? Das da ging ran. PK, genau das ist es. Genau. Ja, das ist dieses rote, genau. Was nur eine leichte Vergrößerung hat. Keine besonders gute, muss man sagen. Aber das ist genau so ein Schrott hier, ne? Das Teil. Ist auch eher was für einen Nahkampf. Ja, wir nehmen mal die Schotze. So, los geht's. Hier liegen immer noch da die Leichen. Oh! Nice! Wow, das ist das, was ich meine. Warum ich die so gerne öfter durchsuche. Klar soweit? Und deswegen sage ich immer, solange die noch da liegen, werden sie auch durchsucht. So, im Waldterritorium habe ich gerade irgendwo was gesehen. Irgendwas gefunden. Das schauen wir uns doch mal an. Was ist das hier? Helf hinten in Garage in der Box. Okay. Schauen wir mal. Ach ja, ich glaube, ich weiß wo. Wenn ich ganz... Ja, doch, ich weiß wo. Und zwar ist es da, wo die Feueranomalien sind, genau. Naja, ist ja wurscht, einfach einmal durchlaufen. Tut mir ja eh nichts. Hoppala. Ja. Da ist die Box. Oh, nice. Electric Tears. Das sind schon die besseren. Ja. Ist natürlich ein bisschen krank, aber egal. Man könnte das ja trotzdem einfach überleben, indem man, oder ohne großen Schaden, indem man einfach vorher was hinschmeißt. Dann kann man sich ja... Oh! Das werden Bandits sein. Habt ihr vielleicht ein bisschen Wodka? Achso, ich hätte ja gleich noch was kaufen können für meinen Wodka, ne? Habe ich jetzt nicht gemacht. Naja. Ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Schrotmunition Nachschub, das ist auch in Ordnung. So, die Garage hatten wir, da waren Elektriktiers drin, die sind nett. Ja, warum denn nicht, ne? Aus Zoom halt nicht so scheiße raus. Ich habe doch nur einmal gedrückt. Warum mussten du da 5000 Mal rauszoomen? Das ist doch voll der Quatsch. Ja, nicht Swamps, hier sind wir Yanta. Ja, das kennen wir auch. Ich muss aber jetzt erstmal Search Vasilis Course, das ist die Hauptmission. Ja, Wasted Woodland, keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Später alles, jetzt noch nicht. Okay, gehen wir erstmal nach hinten. Aufpassen, ab und zu gibt es hier Blutsauger. Ach, halt doch die Schnauze. Ach, siehst du, die Leiche von dem Ding ist verschwunden, von dem Mercenary. Mhm. Aber die da sind nicht verschwunden. Die können wir auch nochmal durchsuchen. Na, auf geht's. Ah, das Geld kriegen wir auch noch. 1400, sogar ziemlich viel. Nett. Oh, 1900. Lohnt sich, die zu looten? Ja, Söldner, ne? Wir haben halt Geld, ne? Klar. So, warte mal, da hinten ist noch der andere Knallkopf, ne? Jawohl. Na, der hatte nicht so viel. Der Chef hatte nicht so viel, der D. James. Egal. Gut. Haben wir einmal schönen Scheißdreck gebaut? Dann würde ich sagen, ist es mal kein 40-Minuten-Video. Ach, halt doch die Schnauze und lauf zu, Mann. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung dalassen. Kommentar über Blödheit oder so. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Vasili und X16. Ja, nee, ist klar.
Alles wird gut.